In dem altehrwürdigen Gebäude der Nordschule in der Dornburger Straße lernen 310 Kinder. Gelernt wird in insgesamt 14 altershomogenen Klassen nach einem klar geregelten Stundenplan. Eine Stunde dauert 45 Minuten. Wenn es nötig ist, wird das Klingelzeichen auch einmal ausgesetzt. Die reguläre Unterrichtszeit dauert von 8 Uhr bis etwa 13.30 Uhr. In dieser Zeit arbeiten wir mit reformpädagogischen Ansätzen. Es gibt nicht die Reformpädagogik, sondern alles das, was Lehrer sich angeeignet haben und gut finden, probieren sie bei uns aus und vermitteln es. An der Nordschule finden verschiedene offene Unterrichtsformen Anwendung. Zum Tagesablauf gehören beispielsweise der Morgenkreis, die Lesezeit, Wochen- und Tagesplan, Gruppenarbeit und es gibt das Werkstattlernen. In jedem Jahr arbeiten alle Schüler an einem Jahresprojekt, aber auch in vielen kleinen Projekten in den einzelnen Klassen. Was jetzt ganz toll ansteht und wo wir auch wieder große Hilfe bekommen, zum Beispiel von unseren Eltern, das ist das Weihnachtsprojekt, wo Projektarbeit durchgeführt wird, die Kinder viel erleben, zum Beispiel Romantikerhaus oder eine Theateraufführung. Und dann arbeiten wir eben auch richtig in Projekten, erfahren, was Weihnachten in anderen Ländern gefeiert wird und haben auch einen Tag, wo richtig aufgelöst wird und die Kinder sich einwählen können in ganz verschiedene Angebote. Das sind durch die Hilfe unserer Eltern bestimmt 17 verschiedene Angebote, die am Vormittag für die Kinder laufen. Nach dem Unterricht ab 13.30 Uhr bietet die Nordschule ihren Schülern umfangreiche Nachmittagsbeschäftigungen an. Insgesamt gibt es 22 Arbeits-, Sport- und Interessengemeinschaften, die parallel zum Hort laufen.